Eine unglückliche Fügung. Ich hatte eigentlich nach einem anderen Wort für Pech gesucht und nur dieses im Online-Duden gefunden. Ansonsten nur Pech oder so ähnlich. Nun gut, meine kleine Geschichte beginnt mit einer netten Einladung eines befreundeten Autors, der in Berlin sein neuestes Buch im Rahmen eines Kick-Off-Events vorstellte. Die Hütte voll machen, so war seine eindringliche, aber nette und mitreißende Aufforderung. Das hieße nichts weiter, als dass meine zweite, jüngere Hälfte meines Familienclans mitgenommen werden sollte. Ich hatte ihn noch am selben Abend, als die E-Mail einging, angerufen und ihn um die Mitnahme seinerseits gebeten. Er notierte sich den Termin, um ihn nicht zu vergessen. Wir verabredeten uns an diesem besagten Unglückstag bei ihm in Oberschöneweide. Die Unioner spielten gerade an diesem Tag, die Saison 2023 endete und jeder Blick auf die Tabelle kam uns vor wie Drogensüchtige bei einem Vollrausch. Ich trudelte rechtzeitig bei Mo ein, so nenne ich ihn, um mir das Ri im Namen zu sparen. Klingt doch freundlich, wie ein liebebedürftiger Kater, der hinter seinen Ohren gekrault werden will. Er verwandelt meinen Namen auch regelmäßig, nur um mich zu ärgern. Wer will schon gerne Carly gerufen werden? Er weiß das und feixt mir ins Gesicht. Dann gibt's aber einen kleinen Kuschelschwitzkasten meinerseits. Allerdings wird die Schadenfreude dadurch nicht gemildert, eher ein Ausbruch in lebendiger Albernheit. Zwei Erwachsene in ihrem kindlichen Kleid. Ein flüchtiger Blick auf seine Digitaluhr. Es ist 18:41 Uhr. Höchste Zeit aufzubrechen. Es geht zum Prenzlberg. Eigentlich kein Ding. Mit der S8 Birkenwerder nach Greifswalder Straße und dann eine Station mit der Tram. So dachten wir und wollten den baustellenärmsten Weg für uns nehmen. Wir hätten nicht gedacht, dass das eine Reise voller Gefühle mit Zeitakkord werden sollte. Unser Unglück begann damit, dass ich das Schiff in eine andere Richtung manövrierte und es nach Karlshorst steuerte. Hätten wir bloß, dann wären wir wahrscheinlich pünktlich gewesen. Aber der erste Mat korrigierte und riss das Ruder rum. Wir liefen zur Wilhelminhofstraße, Edisonstraße. Ich dachte nicht an einen Bus, eher an eine Tram nach Schöneweide, S-Bahnhof. Da fing ich an, unruhig zu werden. Der Bus kam und wir rein in die Straßenschaukel. Sind ja eh nur zwei Stationen. Vorbei an der Brückenstraße, bestens bekannt. Dort habe ich mal öfter einen Briefkasten geleert. Man könnte auch sagen, eine Briefkastenfirmenentleerung. Es geht auch noch länger. Na und für Mo ist es der regelmäßige Gang zum Einkaufen. An der Schnellerstraße stoppt unser Bus und entlässt uns in unser Unglückrennen. Kann er nicht einfach von der regulären Strecke abweichen? Einfach rechts rum Richtung City? Nur der Busfahrer und wir zwei Banausen mit Blödsinn im Kopf? Wir hätten auch einen Weg gefunden, uns für das eigenmächtige Manöver erkenntlich zu zeigen. So standen wir beide und der Rest der Feierabendbrigade an der Ampel, um die Straße ordnungsgemäß zu überqueren. Natürlich immer in Gedanken das rechtzeitige Eintreffen am Zielort. Die Ecke ein einziges Gewusel, störend. Wohnen möchte ich da nicht. Wir erkennen die aufgeklebten Fußtapsen zum SEV. Tapfer folgen wir ihnen und wir glaubten, auf der richtigen Spur zu sein. Jedenfalls sah es so aus, als bräuchten wir nur noch die Treppen an der Brücke des Glücks hinaufzuklettern. Fehlanzeige. Gesperrt. Mit Flatterband notdürftig verhangen. Ein Schlucken. Wir gucken uns beide fragend an. Das Blut kocht in mir. Mo ist zwar beunruhigt, macht aber immer noch den Coolen. Eine Kehrtwendung später entdecken wir das erste Schild der Verwirrung. Irgendetwas mit Atlashof. Baumschulenweg Fehlanzeige. Kaum steht der Satz auf dem Papier, ist das nächste Schild in Sicht. Dieses Mal Sterndamm Johannisthal. Jetzt kam die Verwirrung so richtig in Fahrt. Eigentlich konnte man sich in Sachen Orientierung auf mich verlassen,
Aber dieses Gewirr von Pfeilen und Symbolen hat mich sprachlos gemacht. Auch kein netter Bahnbeauftragter, den man hätte fragen können, war in Sicht. Wahrscheinlich hat er schon längst die Stullenbrote eingepackt. Ich höre es förmlich klappern, diese Alubox aus Schulzeiten. Nur mein Blut, das jetzt noch erregter durch meine Bahn rauscht, lässt mich dieses Merkmal des Feierabends überhören. Kann uns kein Hubschrauber aus dieser Verkehrshölle abholen und uns wie VIP-Stars am Ernst-Thälmann-Park absetzen? Hört mich denn keiner? Verloren im Nirgendwo? Nur Mo an meiner Seite? Ohne ihn wäre ich verloren. Wir beschlossen, die Straßenseite zu wechseln. Wieder einer dieser verhassten SEV-Schilder. Wir staunten nicht schlecht, als wir Baumschulenweg darauf entdeckten, waren uns aber unsicher, an der richtigen Stelle zu sein. Unser Gespür gab uns recht. Wir fragten eine Rollstuhlfahrerin nach dem richtigen Weg. Spöttisch erwähnte sie die Möglichkeit des Einstiegs an dieser Stelle mit der Bemerkung, der Bus könnte auch eine Schleife über Adlershof machen. Adlershof war doch die andere Richtung. Mittlerweile wusste ich nicht mehr, wo Norden und Süden war, wollte mich schon nach den Flechten an den Bäumen orientieren. Wir trauten uns nicht einzusteigen und liefen nochmal die ganze Strecke zurück, auf fast los. Schneller Straße, jetzt links rum, weil wir logischerweise vorher rechts rumgegangen waren. Wir entdeckten die Fußtapsen auf den Waschbetonplatten in 40x40er Größe. Da schwante es uns. Die Fußtapsen waren richtig beklebt. Wir haben sie nur falsch gedeutet. Wir mussten beide grinsen und ein befreiendes Stöhnen der Erkenntnis ausstoßen. Unser Blick ließ uns zu unseren Füßen schweifen, um festzustellen, ob unsere Hacken noch hinten waren. Wohlgemerkt, wir haben uns kaum fortbewegt, sind immer noch in Schöneweide. Die Uhr tickt unerbittlich. Meine Adern sind am Explodieren. Es ist 19:35 Uhr. Mit der folgerichtigen Erkenntnis geht es nun zurück zur Brückenstraße-Ecke Schnellerstraße. Schon wieder ein freies Aufstöhnen. Wir Dummblödels sind praktisch dran vorbeigelaufen. Osterzeit. Finde die Verstecke. Wir mussten nur noch das grüne Ampelmännchen abwarten. So hatte man es uns früher gelehrt. Der Bus stand noch. Ich dachte mir noch voller Wut im Körper, wehe, er fährt jetzt ohne uns los. Ich hätte ja als Autofahrer wissen müssen, dass der vorrangige Verkehr natürlich Vorfahrt hat, wenn das grüne Rumpelstilzchen uns den Weg aufzeigt. Wir folgen ihm und prompt fährt er an unserer Nase vorbei. Ich wollte noch hinterher schimpfen, aber Mo holte mich von dieser Palme runter. Ist ja peinlich mit dir. Nö. Was raus muss, muss raus. Ist wie beim Sommerschlussverkauf, nur heißt der nicht SSV, sondern SEV. Brav warten wir an der für uns vorgesehenen Stelle nach Baumschulenweg. Die Uhr tickt scheinbar schneller. Es ist 19:42 Uhr. Das kriegen wir nicht hin, dachte ich mir und setzte vorsichtshalber eine SMS ab, natürlich im Wissen, dass vor der Veranstaltung meine Nachricht nicht gelesen wird. Logisch, reine Konzentration. Und immer noch sehe ich die Baustelle am Empfangsgebäude des S-Bahnhofes Schöneweide. Mit einem bösen Blick und ziemlich genervtem Zustand steige ich gemeinsam mit Mo in das lange SEV-Vehikel. Oh. Oh Wunder, die Tür schließt und der Bus fährt. Kurze Erleichterung, uns war klar, jetzt können wir die Zeit nicht mehr einhalten. Ein Scheitern in meinem Gesicht zeichnet sich ab. Der, der lieber eine Viertelstunde zu früh am Ort ist, verhaspelt sich im Wirrwarr des SEV. Na, primstens. Scheiß Schöneweide, denke ich mir, ohne es auszusprechen. Unser Bus musste nochmal an der Ampel halten, um dann links einzubiegen. Keine 100 Meter. Endstation. Ziel erreicht. Von wegen. Das hätte man auch bequem laufen können, ermutigen wir uns, an dem Ziel festzuhalten, irgendwann mal in Prenzlauer Berg anzukommen. Jetzt aber rein in die S-Bahn und durchgesaust, ohne Halt. Schon wieder lacht uns so eine Schildmorgana entgegen.
Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Pendelverkehr nach Plenterwald. Ich dachte mir, was für Vollidioten planen so einen Scheiß? Aufhängen, ohne Wenn und Aber, Pension gestrichen, Altersvorsorge futsch. Bittersüßer Nachgeschmack lässt uns jetzt eher auflockernd über das ledige Thema SEV in Schöneweide lästern. Ach, wären wir doch bloß nach Schöneberg gefahren. In Schöneberg, da gibt's die schönen Mädels. Unsere Bahn kommt erstaunlicherweise pünktlich. Nach Plenterwald, alles einsteigen, zurückbleiben bitte. Alles einsteigen? Hat sie es wirklich gesagt? Alles? Wir albern rum. Es tut uns gut. Erleichterung macht sich breit. Mein Blut wirkt wohltemperiert. Mit der ruhigen See in meinen Adern erwächst sich aber gleich das nächste Problem. Die Peinlichkeit und das Herantreten an den Meister, um irgendwie zu erklären. Ein Donnerwetter, wie zu Baustellenzeit, wird erwartet. Da wird schon mal vor Wut der Fäustel in die Ecke gedroschen. Aber nein, ich habe ja meinen großen Bruder dabei, der mich in der Not beschützt. Man sieht es ihm nicht an. Etwas weich in den Knien, trotz breitem Rücken vom Gewicht heben. Im Fall der Fälle würde er alle Reserven für mich ins Feuer werfen. Scheinbar in Zeitraffer zieht das Grün am Fenster vorüber. Der Zugführer meldet sich mit der Aufforderung, nach dem Erreichen der Endstation Plenterwald den Zug zu verlassen, denn dieser fährt zurück nach Baumschulenweg. Angekommen? Fast. Es ist erst Plenterwald. Ich kannte die Station von früher, als die Bahn von Bernau nach Grünau fuhr und im Grenzbereich an der Bornholmer Brücke extra schneller gefahren werden musste, sodass niemand heimlich abspringen konnte. Die Türen konnte man damals noch während der Fahrt öffnen. Wir mussten nicht lange warten, da düste die Bahn in den Bahnhof rein. Was soll jetzt noch schiefgehen? Du wirst dich wundern, denn auf der Anzeigentafel steht Treptower Park, Pendelverkehr. Kann uns jetzt nicht mehr jucken. Die Zeit ist abgelaufen. Erinnert mich an den Schulsport, wenn man seine Zeiten beim Laufen nicht geschafft hat. Dann hat man eben die Mädchenkugel geworfen. Na und? Ich bin eben ein Sprinter, kein Dauerläufer. Hat doch was, wenn die Muskeln in kürzester Zeit auf Höchstform gebracht werden. Allerdings sollte man die freigesetzte Energie zu bändigen wissen. Die Ziffern beliefen sich auf die 20 Uhr, als ich auf mein Display des Smartphones schaute. Todsicher, sie fangen ohne uns an. Das kannte ich ja bereits aus der Vergangenheit. Der Knirps aus der letzten Reihe musste immer zusehen, dass er Anschluss halten kann. Keiner da, der mich motivierte, war immer Einzelkämpfer. Quälen, abstrampeln für nix. Doch für mein Seelenheil. Hat es was gebracht? Schon. Ist halt so eine Art Erfahrungsschatz, den man hütet für den Fall, dass irgendjemand am verlassenen Grabstein vorbeiläuft und kurz innehält. Aber denkst du, sie werden vorbeilaufen und sich sagen, guck mal, da ist der ja, der den nächtlichen Orientierungslauf nicht geschafft hat. Oh mein Gott, wie sehr wäre ich dabei gewesen. Stattdessen am nächsten Morgen kleiner Antritt auf dem Appellplatz, Auswertung. Fast alle sind durch. Drei Soldaten haben das Ziel der Heimat nicht erreicht. Zwei von ihnen aufgegeben, einer vor Erschöpfung im Sanitätsbereich. Das war dann wohl ich. Ich wollte garantiert nicht meine Sachen an die hinterherlaufenden Kameraden des Zuges abgeben. Erst recht nicht meine Waffe. Aber alles wurde mehr als bleiig. Spürte ich noch meine Füße? Waren sie noch da? Den glitschigen Deich an der Stör hoch und runter, Licht aus, damit uns der nachfolgende Zug nicht enttarnen kann. Danach war es aus, das Licht. Es ging nach Hause, auf der Pritsche. Der wachhabende UVD empfing mich und hakte sich bei mir unter. Gott, war mir das peinlich. Auf einmal bekam ich Hilfe. Ich spürte nur noch den entsetzlichen Teegeschmack auf meiner Zunge. Ich hörte es nicht mehr scheppern, keine Bahnschwellen bemerkbar, einer der neuesten Züge, die nur noch ein leises Summen von sich geben, wenn der Zug sich in Bewegung setzt.
Überqueren gerade Kiefertstraße, einzige Grenzstraße im Osten. Es schrillte schon wieder diese entsetzliche Stimme. Nächster Halt, Treptower Park. Endstation. Bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Plenterwald. Wir also raus aus dem Zug und bleiben erstmal stehen. Der wird schon kommen, der Zug nach Greifswalder, sagte ich, etwas erschöpft und ein bisschen neben mir stehend. Aber Mo quatscht gerade die Servicebahn-Tanten an. Da ist er mal schneller als ich. Gut so. Jetzt wissen wir Bescheid. Die Treppen runter und dann den Tunnel links herunter und die Treppen hoch und rinn in die bereits wartende Bahn. S8 nach Pankow. Zurückbleiben bitte. Rums, die Türen zu. Es geht endlich zum Thälmann-Park. Innerlich winkte ich nochmal hinterher und erinnere mich an die Winternacht, als ich in der Postfiliale Wache schieben musste. Baustellenüberwachung. Es wurde nach 1 Uhr und ich sehe die Bahn noch aus dem Fenster nach Ostkreuz fahren, wo der Anschluss nach Arnsfelde gewesen wäre. Der Schließdienst hatte noch in der entgegengesetzten Richtung Arbeiten zu verrichten. So stand ich da, mutterseelenallein, mit Übergangskleidung im nächtlichen Berlin. Nun hätte ich auf den Nachtbus warten können und über 5 Ecken irgendwie nach Hause kommen. Aber nein, mein Ehrgeiz war stärker. So bin ich einfach losgelaufen, mit geputzten Schuhen, die sich im nächtlichen Himmel widerspiegelten. Ich drückte mir die Ohrstöpsel ins Ohr. Im gemäßigten Tempo geht es voran. War ja größtenteils nur geradeaus, immer der Nase lang. Ganz leicht schneit es. Das Schwarz auf meinen Schuhen bedeckt mit jungfräulichem Schnee. Märkische Allee und dann einfach stadtauswärts, dachte ich mir und merkte, dass ich mich unterschätzt hatte. Ich stieg dann in Springpfuhl in die erste Bahn, die rausfuhr. Angekommen in mein Bett, hatte ich eine knappe Stunde und dann hieß es wieder raus aus den Federn. So eine Scheiße. Nächster Halt, Ostkreuz. Da war es bereits schon nach 20 Uhr und ich fragte mich, an welcher Stelle sie jetzt wohl sein mögen. Wie viele Seiten gibt es in seinem neuen Buch? Und die Peinlichkeit des Unpünktlichseins reist weiter mit uns mit. Die Bahn zuckelt so vor sich hin. Ein kurzer Blick auf den Fernsehturm. Sehnsucht. Kurzes Innehalten. Dann aber gleich weiter. Es rattert. Die Brücken an der Frankfurter Allee. Anlaufstation meiner nächtlichen Ausflüge in den 90er Jahren, wo es noch die Discos an der Warschauer Straße gab und ich die Treppen auf und ab am Frankfurter Tor und Strausberger Platz hinauf und hinunter und vom Turm der Lust, der Lustmolche, die nur ein flüchtiges Date mit mir haben wollten, hinabgestiegen bin und ich genoss es, sie leiden zu sehen, obwohl ich selbst darunter litt. Die Bahnhofsuhr zeigt 20.20 Uhr und wir sind auf dem Weg zur Greifswalder. Vorher noch die Landsberger Allee. So langsam sehe ich die Hochhäuser im Thälmann-Park. Nächster Halt, Greifswalder Straße. Der Zug wird langsamer. Wir schauen uns an, ein Grinsen wächst über unser Gesicht. Uns ist klar, ein Desaster. Leichtigkeit macht sich breit und lässt die Peinlichkeit zurück. Jetzt zählt nur noch irgendwie anwesend zu sein. Die Türen öffnen sich. Unser Ziel, der Tunnel, der uns zur Straßenbahn führt. So stehen wir also am Bahnsteig und warten auf die Tram, die uns in die City führt. Es ist bereits 20:30 Uhr. Wir winken dem Schiff hinterher und sehen unsere Straßenbahn einrollen. Zwei Tanten im Führerstand und als hätten sie es geahnt, quatschen sie sich fest. Die Tür bleiben offen. Da brauchen wir nur noch eine Station mit der Straßenbahn zu fahren und sitzen fest. Doch plötzlich erbarmen sich die Tanten und es geht los. Kurz noch kann ich Mo die Faust des Thälmann zeigen. Wir witzeln. Auf zum Fisten. Mo grinst. Endlich. Der Bummelzug hält und wir überqueren die Straße. Was wird uns wohl erwarten? Ich kannte den Ort, an dem die Lesung stattfand, auch noch nicht. Wir bogen von der Straße weg. Der Veranstaltungsort, die Wabe, kam näher. Wir freuten uns, dass wir es bis dahin geschafft hatten. Eine Türfront aus den 80er Jahren mit ihrem metallischen Rahmen und ihrer Verglasung empfing uns.
Na, dann werden wir mal reinschauen, sagte ich noch beiläufig und griff an den runden Knaufbügel, um die Tür zu öffnen. Die Tür war verschlossen. Erstaunen und Ratlosigkeit umgab uns, und wieder das bekannte Stöhnen der Enttäuschung verhallte in dem Vorhof des Veranstaltungsgeländes. Mein Gesicht wechselte zu einem Schmollmund, der wiederum beim Anblick von Mo zu einem breiten Grinsen ausartete. Ein Fragezeichen versperrte uns den Weg. Zu spät. Hier bleiben oder wieder gehen? Eine Frage, die sich nicht erlaubt, aber frech und aufdringlich in uns breit machte. Eine Bank war unsere Rettung. Erstmal hinsetzen und durchatmen. Mo zückt eine Zigarette aus der Tasche. Der Qualm half ihm auf eine coole Art und Weise, die verpasste Gelegenheit zu meistern. So sitzen wir beide auf der Rentnerbank und schauen uns um. Unseren Augen was bieten. Irgendetwas, nur nicht langweilen. Mo entdeckte die Skulptur im Vorhof und machte mich darauf aufmerksam. Guck mal, das Mädchen da hinten. Anhand meiner Recherchen wusste ich natürlich, dass es sich um einen Knaben handelte, eines dieser hübschen Dinger, die niemals altern. Ich spürte seine Neugier. Es ist also noch nicht verschwunden, das Interesse an schönen Männern. Unsere erholende Sitzung auf der Bank wurde mit einem heftigen und entschlossenen Poltern unterbrochen. Ein Mann kam aus der Tür gerannt. Die Tür war offen. Einen kurzen Moment rochen wir die Gelegenheit, eintreten zu können. Wir taten es. Das Metall, als U-Stück geformt, versperrte bis dahin unseren Weg. Wir treten ins Foyer. Es kommt uns vor, als würden wir ins Kino gehen, einen spannenden Film uns ansehen. Nun stehen wir da, fast hilflos, keiner, der uns ins Warme nimmt. Wir vernehmen eine Stimme, ein Bildschirm hängt an der Wand, der eine Live-Schalte vom Geschehen überträgt. Etwas sehr beleuchtet, aber erkennbar. Die Stimme ist mir wohl bekannt. Die Melodie des Vortrages erinnert mich an die Berufsschulzeit bei Herrn Grenzer. Ein dicker, unfreundlicher Mann alter Schule. Es fehlte sprichwörtlich der Rohrstock. Wollte uns mit seinen Aufsätzen und Vorträgen quälen, klein machen. Die Betonung des Lateinischen ist essentiell, um das Wort fließen zu lassen, war seine Ansichtsweise. Herz zeigen und klingen lassen, so formulierte ich es. Man will es nicht hören. Wir zittern alle gemeinsam beim Schreiben der Diktate. Dabei ging der Grenzer in einem strengen Schritt an uns vorbei, den Blick immer auf der Suche nach einem vermeintlichen Opfer. Ertappt. Jetzt heißt es Lampenfieber besiegen, vorne an der Tafel. Irgendein Thema warf er mir an den Kopf, ohne Vorbereitung, nach dem Motto, mach was draus. Das Licht geht an, und ich stand da, hätte mir fast in die Hosen gemacht. Aus mir kam nichts Halbes und nichts Ganzes raus. Warte lieber auf das Frage- und Antwortspiel, um das mächtige Sachverständnis eines gärtnerischen Wissens etwas einzukürzen. Das Resultat des Aufpassers? Nichts. Nur ein Weggucken. Der Mund verzogen. Das Schlimmste, vor seinem Prüfer zu stehen und keine Antworten zu erhalten. So durfte ich mich widersetzen, um aufmerksam dem folgenden Demütigen zu folgen. Mo und ich lehnen uns an die Wand eines Standtisches und verfolgten das Treiben auf dem Bildschirm. Und stellte sich die Frage, einfach reingehen? Irgendwie beschlossen wir aus Respekt abzuwarten. Vielleicht kommt ja eine Pause, dann huschen wir einfach rein, war unsere Devise. Es kam keine Pause. Die Veranstaltung wurde mit Applaus beendet. Ich guckte Mo an. Und da war wieder das Grinsen der Erleichterung zu spüren. Die Türen wurden geöffnet. Leute kamen angetan aus dem Veranstaltungsraum. Wir hatten scheinbar wirklich was verpasst. Nach einer Weile, als die ersten Gäste bereits in die Vorhalle einströmten, trat der Autor persönlich in einer Art positiven Erschöpfung in Erscheinung. Es dauerte erst eine Weile, wir werden entdeckt. Seine liebe Umschreibung unseres Auftauchens vollzog sich in einem breiten Lächeln, das uns mitriss und unser verschämtes Grinsen bemerkbar machte. Ein kräftiger Händedruck hat er, sagt mir Mo später.
Dachdecke halt, antwortete ich darauf. Da wird zugepackt, wenn die Dachziegel geworfen werden. Bei den Maurern verhält es sich ähnlich. Wenn ich da an unseren Maurerschreiber denke, kann kaum kriechen, der Rücken verkrümmt, ein verzogenes Gesicht, Fluppe im Maul, um den Schmerz zu betäuben. Gekonnt die Klinker zu setzen, da hieß es mit den Steinen von der Palette hinterherkommen. Die Handschuhe waren oft durch von den doppelgebrannten scharfkantigen Material. Zwei mit einmal, das hat geschlaucht. Als dünne Bohne auf dem Bau habe ich es nicht so sehr gespürt. Einfach machen. Die Paletten mussten geleert werden, damit Nachschub rangeschafft werden konnte. Wir wurden herzlichst in die Bar geschickt, worauf ich Mo einladete. Ein Bier und ein Gin Tonic, das muss sein. Für mich ist der Gin Tonic eine Art Duschen nach getaner Arbeit. Frisch, erholsam und zufriedenstellend, nicht zu süß. Einfach lecker. Ich beschloss, an die frische Luft zu gehen. Mo folgte mir, wie ein Rüde, der Fährte aufgenommen hatte. Niedlich. So standen wir da, wartend auf etwas, was wir nicht erahnen. Da wird mir doch glatt bei meinem Genuss, den Gin Tonic zu verzehren, ein Mann vorgestellt. Ich kannte ihn nicht. Oder nicht mehr. Er aber auch nicht. Oder doch? Wer weiß. Wir tauschten Unwichtiges aus und unser Gespräch verlor sich im Trubel der Veranstaltung. Ich gab die Marschrichtung vor und Mo, neugierig, folgte er mir. Wir schauten uns den Innenraum der Wabe an, der Ort, an dem unsere unmögliche Reise hinführte. Unmöglich vielleicht, wir haben es möglich gemacht. Ich entdecke einen Tisch mit Büchern vom Event. Da bot es sich an, eines zu kaufen. Eine Frau ganz freundlich sprach ich an. Ein Abschluss des Bucherwerbs stand kurz bevor. Mo hatte einen Einwand eingebracht. Er will mir das Buch als verspätetes Geburtstagsgeschenk kaufen. Ich wollte erst widersprechen, aber dann hätten wir uns verhalten wie ein altes Ehepaar. So gab ich nach und das Geld floss über den Tisch. Nun hielt ich es in den Händen. Wir nahmen Platz am Bühnenrand und beobachteten das Umfeld. Ich glaube, ich hatte seinen Freund entdeckt. Er war beschäftigt. Es erinnert mich an Craig, wenn er mit seiner Musical-Truppe nach Veranstaltung zusammentraf. Ich kam mir etwas verloren vor. Eine Neugier umgibt mich. Hüllt mich ein. Es lässt mich erstarren. Ich erkenne mein Desaster. Will es nicht preisgeben. Attacke heißt es dann, raus aus der Verharrung und rein ins Vergnügen. Dann bin ich hin und sprach ihn an. Einfach so. Herzlich, mit Namen. Etwas reserviert, aber bestimmt, gaben wir nicht unser Bestes. Zum Abschluss noch einmal drücken, das ist wichtig für die Bindung, so hat es Schreiber immer formuliert. Es war ein Genuss. Der Abend schreitet voran. Mo wollte nach Hause und so verabschiedeten wir uns und zogen hinaus in die abendliche Stimmung. Ein kurzer Stopp noch in die Büsche. Blasenentleerung. Mo konnte es nicht mehr halten. Trotz des verrückten Hinkommens machte eine zufriedene und gemütliche Art in uns breit. Ich wartete noch ab, bis seine Straßenbahn abfuhr. Dann begab ich mich mit der Tram in eine andere Richtung. Die Zustände, die uns an diesem Tag begleiteten, habe ich ein paar Tage später nochmal durchlebt. Dieses Mal nicht als Betroffener, sondern als Zuschauer einer umherirrenden Menge. Köstlich.